Ich grüße euch, ihr Lieben, und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid beim Tagesimpuls-Orakel, und zwar heute für den 11. Oktober 2019. Ja, ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich für euer Interesse. Ich habe auch wieder die Orakelkarten ein Deck mitgebracht und einmal die Lennemar-Karten und auch den schönen Jungkit. Das ist ein ganz besonderer Schutzstein, den könnt ihr zum Schutz nehmen vor Elektrosmog, vor Strahlungen, aber eben auch vor, ja, zum energetischen Schutz, und der hat auch noch viele andere Wirkungsweisen, die könnt ihr im Internet finden. Der Stein ist besonders aufgeladen eben für die Tagesimpulse die ganze Woche und ja, also speziell für euch, damit ihr ja die Energien übermittelt bekommt, ja, diese für die Tage jetzt braucht. Also die Karten, die ich verwende, habe ich auch immer unter dem Video verlinkt. Das sind Amazon Affiliate Links, und ich habe auch Amazon Wunschliste und mein PayPal Adresse für Spenden verlinkt unten. Könnt ihr euch alles in der Infobox anschauen. Na gut, dann mische ich mal die Karten und ziehe eine für heute, für ja, euren Tagesimpuls, für eure, ja, was ist wichtig, was soll vielleicht eure Seele berühren, ein ganz wichtiges Thema. Ja, und ich habe eben heute, also das sind die Ho'oponopono-Karten, das wollte ich noch dazu erklären. Ho'oponopono ist ein hawaiianisches Vergebungsritual, da findet ihr sehr viel auch im Internet, das wäre jetzt eben zu lange, das hier alles zu erklären. Und das ist eben ein Kartendeck dazu, und ja, das finde ich auch immer ganz schön. Und ja, schauen wir mal, was da heute für eine Karte für euch ist. Schaut mal, ich zeige euch die ganze Karte. Und da steht: Deine Mutter und dein Vater haben dir das Leben geschenkt. Erkenne an, dass dein Leben das kostbarste Geschenk ist, das deine Eltern dir machen konnten. Kläre das Verhältnis zwischen deinen Eltern und dir. Vergib deinen Eltern und nimm dein Leben liebevoll an. Genieße dieses kostbare Geschenk. Wow, also ja, da sind mir so ganz intensive Botschaften auch drinnen. Hier ist noch eine Lennemar-Karte dazu. Also heute geht es wirklich so, ja, um das Thema Kindheit, vielleicht auch Ahnenthemen, vielleicht beschäftigt dich das eh schon längere Zeit. Und ja, es zeigt sich jetzt wieder. Okay, und ich habe den Berg gezogen, also da ist irgendwas blockiert wohl bei dir. Ich habe auf meinem Kanal auch, da müsst ihr euch ein bisschen durchscrollen, ich habe ein paar innere Kind-Meditationen gemacht letztes Jahr. Es gibt auch im Internet ganz viel zu finden zum inneren Kind, Texte, Videos, Meditationen, es gibt Bücher am Markt, ja, also da gibt es wirklich ganz viel. Da ist sicher irgendwo dein inneres Kind blockiert, und da ist heute die Erinnerung vielleicht auch nochmal eben, ja, am Thema, am Elternthema zu arbeiten. Vielleicht hast du das irgendwie ganz hinten angestellt. Vielleicht musst du heute zu deinen Eltern, zu deiner Mutter, zu deinem Vater, dass du da wirklich auch ein nicht so gutes Verhältnis hast. Und da gibt es was zu klären, oder ja, du machst Dinge, die du eigentlich gar nicht tun willst, und du tust sie aber, weil es deine Eltern sind. Das ist genauso nicht gut. Ja, also das ist ein Riesenthema, was ich gar nicht jetzt da mit den zwei Karten besprechen kann. Wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viel zu finden, und ich denke mir, der Jungkit ist da auch ganz gut, um dich auch zu schützen. Also wenn du vielleicht irgendwie zu einem Gespräch musst oder dich um deine Eltern kümmerst, musst vielleicht auch, ja, die Pflege übernommen hast, wie auch immer, und die sind vielleicht, ja, das ist vielleicht nicht so einfach, dann könnte dir auch der Jungkit da als Schutzstein helfen, weil du darfst dich schon noch schützen. Und du darfst und du musst auch Grenzen ziehen, ne? Also sie waren zwar unsere Eltern, und man soll Respekt haben, aber es gibt auch Grenzen, zu denen man ja selber stehen darf. Und das ist anscheinend ein ganz starkes Thema. Und eben weil, ich habe es jetzt eher eben so im Negativen besprochen, weil ja hier der Berg liegt, die Blockadekarte. Also denke ich mir, dass da bei dir gewisse Themen noch blockiert sind. Und beim Ho'oponopono geht es ja eben um das Verzeihen, um das Loslassen, um die Vergebung, und da ist also wirklich jetzt
an der Zeit, dass du Dinge vergibst und vergisst, also vergessen, ja, kann man vielleicht nicht, aber eben vergeben, heilen, ja, die aus deiner Kindheit noch in dir sind und die dich womöglich, ja, noch blockieren. Puh, ein ganz, ganz intensives Thema, was ich euch heute da mitgeben muss oder was die Karten gezeigt haben. Und ja, dann wünsche ich euch, dass ihr gut durch den Tag kommt und ja, ich wünsche euch alles Liebe und ich, ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba.